Wir gehen jetzt in unsere zweite Diskussionsrunde und da geht es um die Frage, ja, was brauchen und wünschen sich die Betroffenen. Wir haben Menschen zum Glück, die sich hier mit uns, die sich hier uns öffnen werden und mit denen wir reden können. Und auch da habe ich wiederum Hilfe. Frau Professor Christiane Hartog, auch von der Charité, ist bei uns sozusagen für die fachliche Unterstützung. Frau Hartog, wenn ich Sie am Anfang auch mal ganz kurz eines frage, was brauchen und wünschen sich Betroffene? Es ist eigentlich eine sehr naheliegende Frage, aber als interessierter Beobachter des Gesundheitswesens habe ich eben doch leider das Gefühl, diese so naheliegende Frage steht nicht immer ganz oben auf der Tagesordnung. Oder bin ich da jetzt zu böse als Journalist, wenn ich das so frage? Nein, da sind Sie also vollkommen, haben Sie vollkommen den Punkt getroffen. Und ich glaube, das knüpft sich gut an das an, was Frau Fleischmann gerade gesagt hat. Betroffene wünschen sich erstmal, dass sie informiert sind, dass sie aufgeklärt werden, dass sie Bescheid wissen, damit sie sich auch selber ein bisschen besser helfen können. Und dann natürlich, dass auch die Ärzte und die Therapeuten und die Gesundheitsberufe, mit denen sie dann in Kontakt kommen, auch Bescheid wissen und ihnen helfen können. Und ich glaube, es ist bitter, wenn man Beschwerden hat und nicht ernst genommen wird. Wir werden das vielleicht gleich noch hören. Ja, danke erstmal. Wir haben uns das auch aufgeteilt. Frau Hartog nimmt immer jede zweite Session. Ich darf beginnen mit Julia Schiedermeier, die uns zugeschaltet ist. Erstmal, Frau Schiedermeier, bedanke ich mich bei Ihnen, aber auch bei den anderen, die wir gleich hier hören werden, für den Mut, dass Sie öffentlich auftreten und dass Sie was von Ihrem Schicksal erzählen und dass Sie aber auch vielleicht ein bisschen Mut machen, denn so habe ich das bei allen, zumindest im Lesen und in den Kontakten vorher wahrgenommen, dass bei allen Schwierigkeiten, die Sie in diesen Lebensphasen durchgemacht haben, ja, dass man den Mut eigentlich nicht verlieren darf. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns sind, Frau Schiedermeier. Gerne. Schön, dass Sie da sind. Die erste Frage zunächst mal vielleicht, die könnte eine Art Leitfrage sein, ja, die wir ein paar Mal schon gewogen haben. Kann es denn überhaupt eine Sepsis sein? Das war ja auch bei Ihnen nicht so ganz einfach. Nein, also es war definitiv eine Leitfrage, die, wenn ich sie damals gewusst hätte, einiges erspart hätte, ganz klar. Also deswegen kann ich auch nur in dasselbe Horn stoßen, wie einige Vorredner schon auch. Also es geht einfach um das Thema Früherkennung. Also, und die muss aus meiner Sicht, also zum einen natürlich, also erste Anlaufstelle, wenn es mir nicht gut geht, ist in der Regel meine Hausärztin, mein Hausarzt. Ja, dass ich da hingehe und sage, ich fühle mich nicht, ich habe Kopfweh, ich habe Fieber, Herzrasen, was auch immer. Aber halt auch, wenn diese, sage ich jetzt mal, das, was wir landläufig unter Blutvergiftung verstehen, ich habe mir wehgetan, die Wunde hat sich entzündet, es bildet sich der rote Strich. Das war ja bei mir nicht. Ja, also ich habe dieses Thema Sepsis also wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und hinzu kam, dass das bei mir wirklich in der Influenza-Zeit war. Also das heißt, Grippe ging rum. Und es war bei mir auch nachweislich die Grippe, aber in Kombination mit einer Streptokokkeninfektion, die nicht erkannt wurde. Und da, denke ich, muss angesetzt werden. Also dass einfach viel, viel klarer ist, dass Sepsis jeden treffen kann, zu jeder Zeit. Und dass es nicht immer zwingend mit einer äußeren Verletzung einhergeht. Ja, und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn da schon Aufklärung stattfindet, zu wissen, wie kann sich eine Sepsis entwickeln? Was sind die Symptome, auf die ich achten muss? Und das natürlich dann entsprechend in den Hausarztpraxen oder den Anlaufstellen, die ich als Patientin, als Patient habe, dann auch entsprechend darauf reagiert wird. Aber genau da liegt natürlich das Kernproblem oder eines der Probleme, da sind Symptome, die können das sein, genau. Aber die müssen das eben nicht sein. Und ja, wie kriegen wir diese Differenzierung, auf die wir jetzt wahrscheinlich mehrfach dann stoßen werden in unseren Gesprächen, wie kriegen wir diese Differenzierung etwas besser hin? Natürlich Sie nach Ihrer Leidensgeschichte wissen es jetzt etwas besser, aber zum Glück haben das ja viele nicht. So, ich habe das eine Symptom, das kann auch was anderes sein. Genau. Wie können Sie aus Ihrer Erfahrung helfen? Also wichtig war für mich, und das war etwas, was sich so durchzieht durch die ganzen Gespräche, die ich auch mit anderen Betroffenen hatte, dieses ganz, ganz extreme Krankheitsgefühl. Also dass man wirklich sagt, ja, Fieber haben wir sicherlich bei einem grippalen Infekt oder bei der Influenza immer wieder. Ja, auch bei einer Streptokokkeninfektion ist das ja ein Leitsymptom.
Aber dieses massive Krankheitsgefühl, dass ich wirklich auch zu meinem Mann gesagt habe, ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Und das war so ein Punkt, das hat sich wirklich bei allen Betroffenen, mit denen ich bisher Kontakt hatte, wirklich durchgezogen, dass sie gesagt haben, ja, ich war schon mal krank, ich war schon mal wirklich erkältet, mir ging es schon mal richtig schlecht, aber so schlecht wie zum Zeitpunkt der Sepsis habe ich mich noch nie gefühlt. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das wäre, glaube ich, ein Indikator, der relativ, also aus meiner Sicht jetzt valide ist, weil es war wirklich ein einmaliges Empfinden in dem Moment. Jetzt haben Sie, Frau Schiedermeier, gerade gesagt, ich habe es meinem Mann gesagt. Ja. Haben Sie es denn wahrscheinlich dem Hausarzt auch gesagt? Und wie hat er dann reagiert, ohne dass ich jetzt hier irgendeinen an den Pranger stellen möchte, um Gottes Willen. Aber wie ist dann irgendwann die Lawine oder der Stein dann doch ins Rollen gekommen bei Ihnen? Also es war so, dass ich erst normale Influenza-Symptome hatte und zu dem Zeitpunkt zum Arzt gegangen bin. Und da war das wirklich einzugrenzen auf Fieber, auf Schüttelfrost. Und nachdem ich 2018 bereits schon mal die Influenza hatte, habe ich gesagt, ja, es fühlt sich genauso an wie im letzten Jahr. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es ist Grippezeit, es wird wahrscheinlich eine Influenza-Infektion sein. Also das übliche Auskurieren, möglichst nicht überanstrengen, nicht, dass nachher noch irgendwelche Folgeerscheinungen wie Herzmuskelerkrankung oder sowas dazukommt. Und am nächsten Tag war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, also auch die fiebersenkenden Mittel haben nicht mehr angeschlagen, was normalerweise eigentlich immer recht gut funktioniert hat sonst. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt ist irgendwas im Busche, was so nicht gehört. Und was ist dann passiert? Also ich bin dann noch zu meiner Hausärztin und die hat mich angeguckt und hat gesagt, so, und wir rufen jetzt sofort den Notarzt. Das ist jetzt kein Fall mehr für die Hausarztpraxis. Also was mir selber nicht aufgefallen war, meine Haut war schon verfärbt. Also das konnte man schon sehen. Und dann kam dann Gott sei Dank auch relativ schnell der bodengebundene Notarzt. Und die haben dann den Rettungshubschrauber nachgefordert, weil wir außerhalb von München wohnen, also eher ländlich. Und weil der eine, Gott sei es gedankt, Rettungssanitäter gesagt hat, das schaffen wir mit dem RTW nicht mehr. Ja, also der hat dann gesagt, also wir wäre jetzt sinnvoll, den Rettungshubschrauber nachzufordern. Und der kam dann recht schnell. Und dann war ich innerhalb der nächsten 10 Minuten dann auch im Klinikum. Genau, wir haben jetzt bestimmte Bilder. Sie haben zugestimmt, dass wir die, dass wir die zeigen können. Vielleicht sagen Sie selbst, da sind Sie dann eben angekommen, wenn ich die Bilder jetzt sehe. Ich weiß nicht, ob die Regie die dann insgesamt einblenden kann. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war es, glaube ich, so, dass es eingeblendet wird, ja. Okay. Dann ging die Maschinerie im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Also ich kann mich auch noch gut an die Notaufnahme erinnern, an den Schockraum und die ziemliche Geschäftigkeit rings um mich rum und kann mich auch noch ans CT erinnern, weil ich einfach auch extreme Atembeschwerden hatte und Schmerzen in der rechten Seite. Und nach dem CT endet dann meine Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob dann einfach mein Körper gesagt hat, okay, ich entschwinde jetzt in eine Ohnmacht oder ob dann wirklich schon auch das künstliche Koma eingeleitet wurde. Und ich habe dann im Anschluss 18 Tage im künstlichen Koma gelegen. Wenn wir jetzt, ich will noch nicht sagen, einen Strich ziehen, weil man könnte jetzt Stunden mit Ihnen darüber reden und würde wahrscheinlich vieles herausholen. Ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist das, was wir bei allen medizinischen Konferenzen, ich weiß nicht, wie oft dieses Stichwort auch aus meinem Munde dann schon gekommen ist und ich muss immer dann leicht lächeln, weil ich sage, das ist genau unser Kernproblem wahrscheinlich dann, die Folgen systemisch denken und Hausärzte natürlich überfordert. So, gehen Sie noch mal kurz durch, dass wir vielleicht so eine kleine Lesson learned daraus können. Ja, also wie gesagt, diese interdisziplinäre Behandlung ist etwas, was mich einfach durch diese insgesamt 8 Monate, die ich dann sowohl Krankenhaus als auch Reha hatte, begleitet hat. Also dass ich das Gefühl habe, dass es immer noch eine Hürde ist, eine andere Disziplin hinzuzuziehen. Also wirklich zu sagen, ich komme an diesem Punkt nicht weiter, ich weiß es nicht genau. Gibt es jemanden, der sich in diesem Bereich besser auskennt? Und das ist so ein Punkt, also ich glaube, da würde auch viel Ruhe beim Patienten und den Angehörigen auch eintreten, wenn man einfach weiß, okay,
die Ärztin, der Arzt kommen an einen Punkt, da wissen sie nicht weiter und das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Ich kann nicht in jedem Bereich Experte sein, aber ich kann jemanden hinzuziehen, der in diesem Bereich Experte ist. Und bei mir schloss sich ja dann noch eine massive Knochenentzündung an, wo es auch um eine sehr diffizile Antibiotikatherapie ging. Und es war schon, also von meiner Seite auch manchmal so ein bisschen Rebellion nötig, zu sagen, Herrschaftszeiten, sprecht doch bitte mit jemandem, der sich mit Antibiotikatherapien auskennt. Ja, also dessen Fachgebiet das ist. Zieht doch bitte die Mikrobiologie mit hinzu oder jemanden, der diese Zusatzausbildung in der Antibiotikatherapie hat, um einfach wirklich im Ganzen zu denken. Und ich meine, das sehen wir ja jetzt auch bei Covid. Es ist einfach eine systemische Erkrankung. Es ist ja nicht nur der Knochen befallen. Es war bei mir die Lunge, es war die Leber, es waren die Nieren. Ich bin vierfach amputiert. Also das ist einfach auf so vielen Ebenen etwas, was die Sepsis ausgelöst hat. Das kann nicht nur ein Orthopäde lösen oder das kann nicht nur ein Neurologe lösen oder ein Neuropsychologe. Ja, das sind einfach so viele Ebenen und deswegen denke ich, ist das so ein Ansatz, den wir halt nicht nur in der Behandlung, sondern halt auch später, das wurde ja schon angesprochen, auch in der Reha fahren müssen. Meine Reha war rein orthopädisch. Ja. Also, ich danke Ihnen erstmal. Ich könnte jeden Satz könnten wir jetzt unterstreichen und könnten wir aufschreiben an die Tafel und sagen, das sind die Dinge, die wir daraus lernen müssen. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier öffentlich darüber geredet haben. Ich glaube, das kann Menschen Mut machen, auch die Art und Weise, wie Sie das machen, und alles erdenklich Gute für Sie weiter und dass Sie hoffentlich mit Ihrer Energie, die Sie ausstrahlen, die Menschen finden, die Ihnen dann auch wirklich weiter zuhören. Und wir können viel lernen. Frau Hartog, jetzt übergebe ich den Stab an Sie. Sie sind dran, bitteschön. Ja, vielen Dank. Auch von mir erstmal vielen Dank, Frau Schiedermeier. Das ist sehr beeindruckend, dieser ganze Verlauf. Und das Wort, was Sie gesagt haben, das ist eine systemische Erkrankung. Ich glaube, das ist so das Stichwort. Den Blick zu haben für die unspezifischen Veränderungen, die eine systemische Ausbreitung der Infektion zeigen. Vielleicht erinnern Sie sich an das Bild, was Herr Reinhardt eingangs gezeigt hat mit dem kleinen Abszess oder der kleinen roten Verfärbung um die Einstichstelle da bei dem zentralen Venenkatheter. Das ist noch keine Sepsis, aber sobald diese Grenzen aufgelöst werden und das nie gekannte Krankheitsgefühl, entschuldigen Sie, ich muss das einmal noch mal kurz sagen, weil Ärzte irgendwie, sobald sie dann fertig sind und praktizieren, ihren Patienten nicht mehr glauben. Das ist schade. Das nie gekannte Krankheitsgefühl ist tatsächlich ein Leitsymptom, aber auch die Verwirrtheit, die Wesensänderungen, dass sie sich an viele Dinge nicht mehr erinnern konnten, die kurze Atmigkeit, der schnelle Puls und auch die kalte, feuchte oder fleckige Haut. Und das sind allerdings auch unspezifische Punkte. Das heißt, der Blick für die systemische Erkrankung, den müssen wir wirklich wieder allen Ärzten in allen Fachbereichen immer wieder vor Augen führen. Deswegen die Frage, könnte es Sepsis sein? Ich freue mich aber jetzt auf mit Frau Preißler zu sprechen. Frau Preißler, Sie ergänzen dieses Bild dadurch, dass Sie eine Covid-Erkrankung überstanden haben und Sie sind Politikerin, Volljuristin, Mutter von 4 Kindern und haben im März 2020 eine, wie Sie sagen, mittelschwere Covid-Erkrankung überstanden. Sie waren im Krankenhaus, nicht auf der Intensivstation, aber als Sie entlassen wurden, war es leider nicht vorbei. Ihnen sind die Haare ausgefallen, Sie litten lange Zeit unter Atemproblemen und Sie hatten Sprachstörungen. Mittlerweile darf ich sagen, geht es Ihnen wieder besser? Das freut mich sehr. Aber Sie haben ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Was sind Ihre Wünsche? Was ist sozusagen Ihre Botschaft, die Sie aus dieser Erkrankung gelernt haben? Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf, liebe Frau Professorin Hartog, denn Sie haben tatsächlich mir sehr geholfen, als ich im September über Ihren Kontakt eine Allgemeinmedizinerin bekam, eine Hausärztin fand,
die sich mit Sepsis-Patientinnen auskannte und dadurch auch sich mit meinen Covid-Folgen gut beschäftigen konnte. Denn nachdem ich im März 2020 an Covid erkrankte und das Krankenhaus verlassen hatte, begann für mich tatsächlich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Tatsächlich dachte ich, nachdem dann meine Familie und ich später die Quarantäne verlassen durften, dass ich jetzt wieder gesund sei. Wir waren als Familie in Quarantäne. Mein Mann hatte auch Covid-19. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet, dass danach noch Krankheitsfolgen auftreten. Und das hat uns enorm belastet, weil wir natürlich zurück ins Arbeitsleben gegangen sind, ins Familienleben. Wir wollten loslegen und merkten nach wenigen Tagen, dass wir Autofahrten nur mit einem Bett absolvierten, dass wir jeden Termin nur mit Ruhepausen planen konnten, dass nach jeder Strecke eine Ruhepause folgen musste. Ich verließ mit Wechselkleidung das Haus, weil ich ganz schnell außer Atem geriet und schwitzte und eben kaum belastbar war. Diese enorme Erschöpfung hat bei mir 14 Monate gedauert und also sehr mein Alltagsleben beeinträchtigt. Das Arbeiten, die vier Kinder, alles, was damit zusammenhängt, hat mir das allerletzte abverlangt. Und wenn ich morgens aufwachte nach sehr schlechten Nächten, war ich nie erholt. Und ich möchte an einen Beitrag von vorhin anknüpfen. Ich bin dann am 7. Mai geimpft worden und weil ich an Covid erkrankt war im Jahr 2020, bekam ich eine Impfung mit AstraZeneca und ich muss sagen, nachdem ich eine sehr heftige Impfreaktion hatte, wachte ich danach das allererste Mal nach vielen, vielen Monaten Kummer morgens auf und war nicht erschöpft. Und für mich hat also dieser Augenblick, sehe natürlich einen zeitlichen Zusammenhang zur Impfung, aber ich kann nur sagen, nachdem die Impfreaktion vorbei war, hatte ich meine Zuversicht zurück und habe ein gutes Gefühl, dass ich diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, dieses Herzrasen und alles, was ich bis jetzt mit Corona verbunden habe, jetzt endgültig los bin. Ich litt auch so wellenartig unter Geruchsverirrungen und habe permanent Sachen gerochen, die nicht da waren, hatte zeitweise eben Sprachstörungen. Und das ist jetzt bei mir weg. Ich bin Juristin, keine Ahnung, woran es liegt, aber es gibt zumindest diese zeitliche Nähe zur Impfung. Und wenn ich mir also etwas wünschen dürfte, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dann wäre es das, dass mit so einer Covid-Erkrankung einhergeht, eine Information über vorhandene und zu erwartende Folgen. Denn das konnte man im März alles nicht. Tatsächlich im Krankenhaus hatte ich ganz großartige Menschen um mich herum, die mir das, was sie morgens erfahren haben, auch am gleichen Tag weitergegeben haben. Aber wir lernten eben alle. Doch inzwischen sind wir in einer Zeit, wo wir alle lernen konnten. Und es war also dieses Ungewisse. Warum fallen mir mit einem Schlag so viele Haare aus? Werden sie wiederkommen? Was ist mit der Sprachstörung? Wird sie wieder verschwinden? Ich bin Juristin, ich brauche Kommunikation. Wie lange wird mich das begleiten? Das sind Sachen, die haben mich wirklich, die waren so grenzwertig, die haben mich zutiefst erschüttert. Und meine sechsköpfige Familie hatte 3 Corona-Fälle. Und 2 Menschen von uns haben relativ lange noch damit zu tun gehabt. Und wenn man sich das als Gesellschaft ansieht, ich bin jetzt 49 Jahre alt, dann sind es eben lauter berufstätige Menschen, die das betrifft. Und es hätte mir sehr viel gebracht, bei der Entlassung zum Beispiel aus dem Krankenhaus einen Ansprechpartner zu bekommen. Hier ist ein Allgemeinarzt, der kennt sich damit aus. Und folgende Sachen können noch passieren. So war das jedes Mal so. Das hat mich einfach umgehauen. Ich bin morgens aufgestanden und meine Sprache funktionierte nicht mehr. Ich bildete einen Satz im Kopf, aber er verließ meinen Mund nicht so, wie ich ihn gebildet hatte. Und ich wollte es versuchen und versuchen. Es wurde nicht besser. Ich habe Worte vertauscht und es war die Hölle. Ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte,
dann denke ich, wäre es mir besser damit gegangen. Wir können immer nach hinten raus Dinge viel besser einordnen, aber tatsächlich ist wirklich interessant, was Sie berichten, dass also Ihre behandelnden Ärzte, zu denen sie vorher gingen, überhaupt nicht darauf vorbereitet waren und damit nicht umgehen konnten, dass sie noch monatelange Beschwerden hatten, die sie wirklich erheblich beeinträchtigt haben. Und dass allein schon die Tatsache, da eine kundige Hausärztin zur Seite zu bekommen, ihre Lebensqualität deutlich erhöht hat, ohne dass sie ihnen jetzt irgendwie spezifische Pillen gegen die Folgen gegeben hätte, sondern allein begleitet zu werden von jemand, der sich auskennt und der ihnen da ein Lotse sein kann und sie damit an die Hand nehmen kann, wie wichtig das ist. Vielen Dank. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und gebe mal zurück an Herrn zur Heide. Ja, danke schön, Frau Hartog. Ich freue mich jetzt auf Joachim Huber. Ich glaube, wir dürfen sagen, wir kennen uns, weil ich auch lange für den Tagesspiegel gearbeitet habe. Er hat das eine oder andere Mal meine Artikel gedruckt, die aus Nordrhein-Westfalen kamen. Kollege Huber, Sie sind auch heute hier. Ich freue mich darauf. Und vor allen Dingen, ja, weil Sie selbst auch betroffen gewesen sind. Am Anfang auch die Frage kurz, Ihre Geschichte. Sie sind an Covid erkrankt und dann, Pünktchen, Pünktchen, bitteschön, herzlich willkommen. Sie haben Ihr Mikro doch, glaube ich, noch nicht an. Jetzt hören wir Sie noch nicht, oder? Ist da noch die Stummschaltung an? Sollen die Regie mal eben fragen? Oder können Sie... Sie sind, glaube ich, noch stumm geschaltet, Herr Huber. Da ist irgendwo so eine Taste Mikro und dann drücken Sie. Stumm. Nee, wir hören Sie noch nicht. Es klappt noch nicht ganz. Dann höre ich jetzt besser? Jetzt, ja, leise, wenn Sie noch näher rangehen, ist wahrscheinlich besser. Bitte um Entschuldigung, ich muss etwas näher ran. Das ist auch in der morgendlichen Konferenz beim Tagesspiegel so. Genau. Herzlichen Dank, Herr Zurheide, für die nette Einladung und für die Begrüßung. Bei mir ist das so, ich bin Mitte März 2020 vom Virus erwischt worden. Ich hatte, sagen wir mal, das Pech. Ich bin zu einem Test gegangen. Der Test sagte, das waren zwei Stäbchen. Das eine Stäbchen sagte erkrankt, das andere sagte nicht erkrankt. Das hat mich ehrlich gesagt nur unsicher gemacht. Dann hatte ich Fieber, wie viele Menschen in der Zeit Fieber hatten. Kurz danach kam aber eine eklatante Kurzatmigkeit. Ich habe mich dann selber in ein Berliner Krankenhaus eingewiesen. Ich will es kurz machen. Ich bin dann wieder verlegt worden ins Gertrauden. Da war ich 5 Wochen im künstlichen Koma. Meine Lunge war auf 4% Leistungsfähigkeit runtergerockt. Es kam Nierenversagen dazu. Am Ende des Komas noch ein Herzinfarkt. Ich habe seitdem 2 Stents. Nach 5 Wochen bin ich erwacht und zwar in der neu eingerichteten Covid-19-Station der Charité Mitte. Dann war ich noch Benjamin Franklin und schließlich in einer Reha-Klinik an der Ostsee. Das klingt jetzt alles bedrohlich. Ich muss es auch sagen, ich war 3-4 Tage in Lebensgefahr. Aber die Fertigkeit der Berliner Ärztinnen und Ärzte, meine Familie, alle zusammen. Und ich bin selber auch ein Kämpfer. Und so ist es gelungen, also dem Virus zu entkommen, beziehungsweise nicht allem. Ich habe dummerweise im Koma einen Lagerungsschaden erlitten. Mein linker Fuß war danach gelähmt, also ich habe eine Parese erlitten. Und seitdem bin ich jeden Morgen dabei, durch Reha-Maßnahmen meinen linken Fuß wieder mobil zu bekommen. Ich bin da sehr weit gekommen. Und was ich anstrebe und ich glaube auch wieder erreichen werde, also ich kämpfe jedenfalls darum, das ist Normalität im Leben. Ich will einfach mein altes Leben zurückhaben. Ich arbeite auch schon wieder 3 Tage in der Woche, im Juli wieder 5. Und ich werde nicht locker lassen, bis ich wieder sozusagen der Joachim Huber bin, der ich mal gewesen bin. Danke dafür. Sie haben gerade ein paar Dinge angesprochen, die ja wichtig sind. Da haben Ärztinnen und Ärzte gekämpft, dann natürlich die Familie, auf der anderen Seite die Familie, die sie nicht besuchen konnte, beziehungsweise in dieser Situation ist das, ja, die Frage ist dumm. Natürlich ist es besonders belastend. Was macht das mit jemandem? Was hat das mit Ihnen gemacht? Also Sie können sich jetzt vorstellen, Herr Zurheide, ich war im Koma. Ich wusste, ich war einfach nicht bei mir. Aber meine Familie
man muss sich das wirklich so vorstellen, stand eben vor dem Krankenhaus. Die durften es nicht betreten und auch nicht die Stationen und haben quasi zum Fenster hochgeguckt, hinter dem ich lag, und mir Mut zugesprochen und sich und da und dort Unterstützung geholt. Und sehr viele Ärztinnen und Ärzte waren aber bereit, auch mit meiner Familie zu telefonieren und immer wieder durchzugeben, wie es denn so steht. Aber im Endeffekt gab es, wenn Sie so wollen, solange ich im Koma war, keinen direkten Kontakt. Das kam eben erst später. Und dann war es sehr intensiv durch meine Frau, durch meine Tochter, tägliche Besuche und immer wieder diese Bereitschaft, mich zu unterstützen, was auch meine Kolleginnen und Kollegen angeht. Und das will ich nochmal sehr betonen. Ich hoffe, dass jeder, der mit diesem Virus und den Folgen zu kämpfen hat, nicht alleine ist. Ich glaube, hätte ich das alles mit mir alleine auch machen müssen. Ich hatte durchaus sehr tiefe Täler, also ich will nicht sagen Depressionen, aber tiefe Täler in der Stimmung, weil an dem Tag, als ich aufgewacht bin, konnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Ich hatte ja keinen Muskel mehr im Leib. Das heißt, das erste Erfolgserlebnis kam nach einer Woche. Da konnte ich mich ans Bettende robben und frühstücken. So klein waren die Schritte damals, so groß sind sie jetzt, aber ohne Unterstützung. Und ich meine damit natürlich das Umfeld, ich meine aber auch alle, die im Personalbereich der Krankenhäuser und Kliniken arbeiten. Sie müssen Menschen sehr, sehr unterstützen, damit sie aus dieser, sage ich mal, grundstürzenden Erfahrung auch wieder herausfinden. Ich war bislang nie so krank gewesen in meinem Leben, im Gegenteil. Und nun das, wie kommt man damit zurecht? Wo sind sozusagen die mentalen Stützen, die man dringend braucht? Da erfahren Sie natürlich manches im Guten wie im Negativen. Das Stichwort haben wir gerade gehört von der Kollegin vorher, Stichwort Impfung. Was macht das in dem Moment, wo Sie geimpft worden sind, was ich hoffe und unterstelle für Sie? Ja, ich hatte auch in Berlin, gab es mal sozusagen eine geringere Nachfrage nach AstraZeneca, dieser, sagen wir mal, umstrittene Impfstoff. Und diese Gelegenheit habe ich glatt genutzt und mir über Hotline einen Impftermin besorgt. Dann war ich hier im Impfzentrum, in einem Zentrum der Freude, kann ich nur sagen. Ich habe noch nirgendwo in Berlin so viel Euphorie erlebt wie in so einem Impfzentrum. In dem Moment, wo Menschen geimpft werden, das ist wie, als ob sie einen Freudeschock haben. Und so war es bei mir auch. Ich hatte danach 2 Tage Fieber, war etwas erschrocken, weil ich dachte, alles geht von vorne los. Aber das ist es nicht. Jetzt gelte ich ja als genesen. Ich habe sozusagen Covid-19 hinter mir. Ich habe die Impfung hinter mir. Mein Antikörperstatus ist erfreulich hoch. Ich bleibe aber sehr vorsichtig, also ich nehme alle Schutzmaßnahmen wahr und so weiter und so fort. Und ich kann aber sagen, die Impfung war natürlich nochmals eine Art Befreiungsschlag. Also Sie müssen sich ja immer so vorstellen, man ist sozusagen durch die Krankheit auf einer sehr unsicheren Seite und mit jedem Schritt, und dazu gehört der sehr große Schritt der Impfung, geht man auf die andere Seite, dass man sich wieder sicher fühlt. Ich fühle mich aber noch nicht ganz sicher. Also wie gesagt, ich bleibe sehr vorsichtig und ich habe ein Ziel überhaupt nicht aufgegeben und das, ich kämpfe als Journalist und auch sonst gegen alle Corona-Leugner dieser Welt. Ich bin da allerdings nicht sehr erfolgreich. Ich habe quasi noch keinen überzeugen können, von seinem Irrglauben abzulassen. Das ist meine Niederlage, die nicht vergeht, aber ich kämpfe weiter. Ja, da sind wir beide nicht ganz alleine. Das ist natürlich der Punkt, der dann außerordentlich schwierig ist. Okay, wenn Sie sagen, gerade sowas wie Selbsthilfegruppen, kann das helfen, wo auch Sie vielleicht Erfahrungen weitergeben? Wie denken Sie darüber? Also ich war, nachdem ich in 4 Berliner Kliniken gewesen war, hatte ich noch eine Reha-Maßnahme an der Ostsee in einer Medienklinik in Heiligendamm. Und da hat sich gleich am ersten Tag eine Gruppe gebildet, ein Gesprächskreis von ehemaligen Intensivpatienten. Ich muss sagen, diese Sitzungen waren anfänglich Blut, Schweiß und Tränen. Ich habe noch nie so viele Geschichten gehört von lebensgefährlichen Verläufen etc. etc. Dann hat sich das alles so gebessert. Aber ich muss sagen, ich habe immer noch zu 2, 3 Teilnehmerinnen Kontakt. Und leider haben diese beiden, es sind zwei Frauen, die ins Leben noch nicht zurückgefunden haben. Das heißt, sie haben ihren Beruf nicht wieder ausüben können und.
trotz aller Maßnahmen, trotz aller Hilfen. Aber dieser Gesprächskreis, das sagen Sie alle und ich kann das nur bestätigen, in dem Moment, wo Sie sich nicht mehr alleine fühlen und auch nicht mehr alleine sind, haben Sie sofort eine Art von Hilfe. Ich will das in den Krankenhäusern gar nicht kleinspielen, aber als ich zum Beispiel in der Charité Mitte aufgewacht bin, war ich natürlich isoliert, ganz allein in meinem Zimmer. Das war auch alles richtig. Aber wenn Sie allein sind, sind Sie auch mit sich selbst allein. Und wer sich mit sich selbst allein ist und sozusagen gerade in einer schwierigen Phase ist, der fühlt sich noch mehr allein, als er schon allein ist. Also ich kann nur raten, jedem, der außerhalb der Familie und des eigenen Umfeldes Unterstützung bekommen kann, sollte sie auch dringend suchen. Ich habe aber den Eindruck, und das richtet sich jetzt hier an die Ärzteschaft, diese Hilfe, diese Gesprächskreise muss man sich selber suchen. Also ich habe zum Beispiel, als ich dann in Benjamin Franklin war, da finden Sie viele Zettel, viele Informationen. Angenommen, Sie sind amputiert oder. Da gibt es in Berlin mittlerweile viele Selbsthilfegruppen. Aber was so Ex-Covid-Patienten angeht, da scheint mir alles am Anfang zu sein und noch sehr ungenügend professionalisiert. Also ich habe bestimmt sehr viele Unterstützung erfahren, aber viel dieser Unterstützung hat mit dem Ende des Krankenhausaufenthaltes auch geendet. Und da müsste es eigentlich weitergehen, weil sie natürlich in dem Moment, wo sie quasi wieder ihr eigenes Leben aufnehmen, brauchen sie trotzdem Hilfe. Und da würde ich wünschen, dass mehr von denen, und ich spreche jetzt vor allen Dingen für die Frauen, von denen ich gerade gesprochen habe, die nicht zurückgefunden haben, dass da mehr, sage ich mal, ich nenne es mal dumm, mehr automatisierte Autohilfsangebote kommen. Also ich bin immer wieder zum Beispiel eingeladen von der Charité. Ich habe mittlerweile an 4 Charité-Studien teilgenommen. Das mache ich auch deswegen, weil natürlich ich ein Datenträger bin. Ich kann wahrscheinlich der Wissenschaft helfen. Ich hätte mich aber auch sehr darüber gefreut, wenn Charité-Abteilungen gesagt hätten, Herr Huber, brauchen Sie auch mal Hilfe? Das hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Okay, Herr Huber, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden uns sehen oder hören. Ja. Die ein oder andere berufliche Gelegenheit wird sich dann nochmal ergeben. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auch danke, dass Sie heute hier gesprochen haben. Frau Hartog, Sie übernehmen den nächsten Menschen. Bitte schön. Ne? Danke. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, Herr Huber. Man könnte viel sagen, aber die Zeit wird langsam knapp. Und ich freue mich, dass die viel Aufmerksamkeit jetzt für Covid-Folgen gibt. Es gibt hier irgendwie eine Störung im Hintergrund. Wir hören Sie gerade gut. Ich höre mich hier irgendwie sehr verzerrt. Es gibt hier für Covid-Erkrankte jetzt viel Aufmerksamkeit, aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass wir seit vielen Jahren auch Sepsis-Erkrankte haben, wie zum Beispiel Herr Köhler, der gerade auch selber viel geleistet hat für das Bekanntmachen der Folgen nach Sepsis und für den Kontakt zwischen den ehemaligen Sepsis-Erkrankten. Er hat selber hier einen eigenen Gesprächskreis auch aufgebaut. Herr Köhler, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind 62 Jahre alt, verheiratet, haben 2 erwachsene Kinder. Sie haben im November 2014 im Verlauf einer elektiven Hüftoperation eine Sepsis mit einem lebensgefährlichen septischen Schock erlitten, mit sehr viel Glück überlebt, dann einen langen Krankheitsverlauf und vor allen Dingen doch deutlich belastende Folgen erlebt, die jetzt nicht nur gesundheitlich sie schwer beeinträchtigt haben über Monate und eigentlich Jahre, sondern sie auch beruflich ins Abseits geführt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihre Botschaft. Und wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, weil Sie doch mit Ihren ganzen Problemen nicht still geduldet haben, sondern wirklich auch auf andere Patienten zugegangen sind. Und ich glaube, auch durch Ihre Gesprächskreise auch vielen schon geholfen haben. Herr Köhler, was ist Ihre Botschaft? Oder fragen wir mal so, wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich also hier eine Runde sein darf auch und mich dazu äußern darf. Das ist ja auch sehr wichtig, dass dieses Thema hier auch öffentlich behandelt wird. Müsste viel mehr passieren. Also wenn ich 3 Wünsche frei hätte, der erste ging an Ärzte und Therapeuten. Und das wäre einfach nur die Bitte, nehmt uns bitte ernst als Patienten. Ja. Und ich habe 1 Jahr gebraucht, um mit meinen körperlichen Problemen wieder zurande zu kommen. Und habe dann gemerkt, dass ich wirklich Probleme habe mit meiner Belastbarkeit insbesondere. Ja, also ich war früher ein Arbeitstier. Ich, 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche war keine Seltenheit. Und jetzt war nach einer Stunde, maximal 2 Stunden, war Schluss gewesen. Ja, mehr ging einfach nicht. Und ich war bei vielen Ärzten gewesen und die haben alle gesagt, auch überlegen Sie mal, was Sie alles durchgemacht haben und das wird schon wieder und so. Und es wurde aber nicht besser. Ich bin dann auch mit Antidepressiva behandelt worden, weil man dann gesagt hat, obwohl ich gesagt habe, ich bin nicht depressiv, ja. Und nach 2 Jahren bin ich endlich an einen Arzt gekommen, der hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, was Sie mir da erzählen? Ich glaube Ihnen das alles. Ich weiß auch, dass es so etwas gibt. Aber ich kann es nicht nachempfinden. Nachempfinden kann es nur jemand, der es selbst durchgemacht hat. Und das war der erste Arzt, der mich dann ernst genommen hat und mich an die kognitive Neurologie überwiesen hat. Und ich habe dort so viel gelernt und das Faszinierende für mich war, dass das alles Patienten waren, also mit sichtbaren Hirnschädigungen, ja, also Schlaganfall, Hirntumor, Hirnblutung. Und ich war, glaube ich, der erste Sepsis-Patient und hat ja dann auch ein Schädel-MRT machen lassen, was dann auch negativ war. Und deswegen wollte man mir das am Anfang auch nicht glauben. Aber ich hatte mich dann zu dem Thema belesen, kognitive Störung, und habe gemerkt, dass das genau meine Probleme sind. Und wie gesagt, ich habe dann sehr viel gelernt dort und über mich erstmal und auch in unserer Beziehung, also zu meiner Frau, weil, wie gesagt, sie hat dann immer gedacht, ich will nicht. Und hat immer gesagt, reiß dich doch zusammen, das wirst du doch jetzt mal noch hinkriegen. Und es ging einfach nicht. Ja. Es war nicht eine Frage des Nicht-Wollens, sondern einfach des Nicht-Könnens. Ja. Und das erstmal für sich zu erkennen, ist also ungeheuer wichtig. Und ich habe ja inzwischen sehr viele Kontakte zu anderen Betroffenen, auch wenden sich auch viele an, direkt an mich. Und das ist das, wo sie wirklich von ihren Ärzten dort allein gelassen werden. Ja? Zum Teil ausgelacht werden oder als Simulanten hingestellt werden und. Ich habe das auch alles selber durch und höre es fast täglich, ja. Ja, also dort mehr Verständnis, einfach auch ernst genommen zu werden. Und dann eben auch, wenn man selber mit dem Problem als Arzt nicht zurechtkommt, dann zu sagen, okay, ich habe hier jemand oder eine Einrichtung, die kann das besser. Mein zweiter Wunsch ist an die Wissenschaft, um ganz einfach erstmal ernst genommen werden zu können, brauchen wir mehr Wissen. Und es wäre mein Wunsch, dass mehr in die Forschung zu diesem Thema, insbesondere kognitiven Störungen, dort investiert wird. Und zweitens dann dieses Wissen auch schneller und effizienter zu verbreiten. Und es gibt in Deutschland überhaupt sehr wenige Publikationen. Und die Wissenschaftler, die publizieren, die tun das meistens in englischsprachigen Fachzeitschriften. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Hausarzt liest. Also ja, also wir hängen da sehr weit hinterher in Deutschland. Und mein dritter Wunsch wäre an die Politik, dass sie den ganzen sozialen Aspekten mehr Bedeutung beimessen. Zum Beispiel bei mir, das war, hat ein Gutachter eingeschätzt, also eine Fehlbehandlung, ja. Und warum muss ich jetzt als Patient beweisen, dass ich eine Fehlbehandlung erlitten habe? So, das Krankenhaus braucht das nicht beweisen, dass das nicht so war, ja.
oder mit den Rentenansprüchen. Das, ich höre das auch immer wieder, dass das alles so lange dauert und mit solchen Hürden verbunden ist. Und Gutachter dann Arbeitsfähigkeit bescheinigen, obwohl diese überhaupt nicht gegeben wird. Und einfach, warum wird einem das Leben so schwer gemacht, wenn man unverschuldet in so eine Situation kommt? Und ich denke, da ist jede Menge noch zu tun dazu. Ja, vielen Dank, Herr Köhler. Ich glaube, das ist auch noch mal eine weitere Facette in diesem ganzen Problembereich, dass die Folgen nach Sepsis nicht nur nicht bekannt sind, sondern eben auch nicht anerkannt sind. Sie waren ja selbstständig, Sie waren Geschäftsführer einer Firma in der Messsteuer- und Regeltechnik und Sie sind dann durch diese lange Berufsunfähigkeit krankheitsbedingt wirklich in die Insolvenz und in große Probleme gekommen. Und wie Sie sagen, es wurde nicht anerkannt, es wurde Ihnen da nicht geholfen. Und das kann ja nicht in Ordnung sein. Viele Patienten bemühen sich ja, dass sie sozusagen schnell aus eigenen Kräften wieder aus diesem Loch kommen. Aber wir kennen doch nicht wenige Sepsis-Patienten, denen das nicht nur nicht gelingt, sondern die dann eben auch noch, und das ist unwürdig, um Anerkennung kämpfen müssen für etwas, was sie gar nicht verschuldet haben. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft, dass wir nicht nur die strukturierte Rehabilitation brauchen, die Früherkennung auch der Probleme, die auftauchen. Am besten sollten Patienten bereits bei der Entlassung im Krankenhaus auf mögliche Folgen untersucht werden und beim Hausarzt sollte das fortgeführt werden. Es müssten die Rehabilitationsangebote dann auch zur Verfügung stehen, die es nicht gibt für diese vielfältigen und wie wir eingangs von Frau Fleischmann gehört haben, auch zusammen auftretenden Probleme. Dafür sind diese ganzen Reha-Kliniken, die auf ein Organ fokussiert sind, gar nicht vorbereitet. Und dann muss es auch Unterstützung geben bei der sozialrechtlichen, hinterher Unterstützung. Und damit gebe ich jetzt erstmal wieder zurück zu Herrn zur Heide. So, jetzt war ich irgendwie stumm geschaltet. Ich weiß nicht warum. Das passiert dann gelegentlich mal. Dankeschön, Frau Hartog, und auch Dank an Herrn Köhler. Der letzte Mensch, der mit uns sprechen möchte und spricht, ist Michael Zimmermann. Sie haben, ich versuche das in der Kurzfassung, Herr Zimmermann, Sie haben eine Operation gehabt. Das war ein Leistenbruch, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das hat Sie auch in eine furchtbare Situation geführt. Den Rest, wenn Sie es kurz schildern, kann es nur besser sein, als wenn ich es versuche. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße Sie, Herr Zimmermann. Guten Tag und schön, dass ich dabei bin. Ich hatte eine Leisten-OP und hatte dann einen septischen Schock, Koma. Es wurde mir die Unterschenkel amputiert, 7 Fingerkuppen. Habe eine 10 x 14 cm große Hüftwunde, wo sich 1 Liter Eiter eingelagert hat. Und ich habe bei der ganzen Geschichte noch multiples Organversagen und habe in der Geschichte noch mein Augenlicht verloren. Mir sind beide Sehnerven abgestorben. Die Kurzfassung. Ich habe ein Bild gesehen, wo Sie mit Ihrem Hund auf der Bank sitzen. Wie wichtig ist das zum Beispiel? Erzählen Sie davon, genau dieses Bild meine ich. Die Kolleginnen und Kollegen, denn Sie spielen das gerade ein. Was macht das? Ja, es war so, dass ich war zu Hause, ein halbes Jahr ist ein Hund von mir gestorben an Leberkrebs. Und dann habe ich mich entschieden, nochmal einen Hund zu holen. Und er hat mir, mein Leben bereichert, hat mich auch wieder mobilisiert, weil ich musste ja mir das Laufen selber wieder beibringen. Das wurde mir nicht in einer Reha beigebracht, sondern das habe ich mir zu Hause selber hart erarbeitet. Und der Hund unterstützt mich. Ich wohne allein im Haus. Das ist eigentlich mein ständiger Begleiter. Wenn wir einen Strich ziehen und wenn Sie sagen, was können wir lernen oder was könnte besser sein, abgesehen davon, dass sowas vielleicht nicht passieren sollte, was Ihnen passiert ist,
Aber wo ist sozusagen systemisch Hilfe notwendig, die fehlt? Wo sehen Sie das? Das haben wir von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört. Also in meinem Fall, die Lockerheit, die Ärzte an den Tag gelegt haben, auf meine Bitte, dass ich habe Schmerzen, da musste ich ja dem Notarzt, also dem ärztlichen Dienst, mit rechtlichen Schritten drohen, wenn er nicht zu mir kommt, um mir Hilfe zu leisten. Das hat mich sehr erschreckt, was jetzt auch im Nachhinein, habe ich eine Klage laufen gegen den operierenden Arzt und gegen den Notarzt. Und mir wird praktisch von der Versicherung die Schuld in die Schuhe geschoben. Und ich muss, wie bei meinem Vorgänger, die Sache beweisen. Da habe ich zwei Dinge. Zum einen, dass die Ärzte die Sache ernst nehmen, wenn ein Patient Probleme hat. Das zweite ist, warum muss ich kämpfen um mein Recht? Da geht es eigentlich, mir geht es nicht um das viele Geld, mir geht es ums Recht und dass ich im Alter zum Beispiel versorgt bin. Ich muss wahrscheinlich irgendwann das Haus verkaufen, weil ich das nicht mehr halten kann. Das zweite ist, auch wie bei meinem Vorgänger, die Rentenversicherung wollte mir keine Leistungen zahlen und ich musste vor Gericht gehen, um Recht zu bekommen, eine Blindenschulung zu erhalten. Ich bin blind und muss darum kämpfen, eine Blindenschulung zu bekommen. Und das ist eigentlich etwas, was einem psychisch ziemlich fertig macht. Dasselbe war auch mit dem medizinischen Dienst. Der medizinische Dienst kam hier rein, lief durch die Wohnung, 2 Minuten, stand vor mir, hat mit den Händen vor meinem Gesicht gefuchtelt, um zu schauen, ob ich blind bin. Und hat mir dann die Pflegestufe 1 gegeben. Ich musste mir dann wieder jemanden suchen, der da Einspruch einlegt, um Recht zu bekommen, dass ich in die Pflegestufe 3 und jetzt 4 komme. Da fehlt mir also immer wieder das Verständnis, dass man das nicht akzeptiert, dass die Leute, denen geht es schon nicht gut und müssen dann noch um ihr Recht kämpfen. Das sind so die Dinge, die mich beschäftigen. Zum einen, wie gesagt, die Ärzte und zum anderen das später, was danach kommt mit Versicherung, mit Rente und so weiter. Ja, dass da mehr Verständnis dafür da ist. Okay, Herr Zimmermann, auch an Sie ganz herzlichen Dank und ja, alles erdenklich Gute und dass das Glück vielleicht, wenn es dann nicht Glück ist, dann die juristische Unterstützung, die Sie brauchen. Insofern danke, dass Sie heute hier geredet haben. Ich glaube, das ist wichtig und es ist wichtig, dann auch darüber zu sprechen, was neben den ganzen persönlichen Folgen, die schwierig genug sind, dann noch hinzukommen kann. Ich bedanke mich jetzt eigentlich bei allen, auch bei der Kollegin Hartog, mich hier unterstützt zu haben.